Hallo Leute und herzlich willkommen zu Risk. Das ist ein kleines Strategiespiel. Wir spielen jetzt hier direkt Burg gratis Map der Woche, deswegen müssen wir die gerade ausnutzen. Wir brauchen 5 Tokens, um zu spielen. Das ist richtig. Eingestellt ist alles richtig. Ich möchte rot sein. Weiter geht's. Genau. Ihr seht jetzt hier die Map. Die Punkte sind sozusagen die Truppen, die man da hat. Die KI, je nachdem, wahrscheinlich werde ich das dann später hier überspringen, aber jetzt seht ihr das noch. Das Ziel ist halt schlussendlich, alle Gebiete zu haben. Ja. Man sieht hier auch, wenn ich hier das mal so anmache hier, das sind so wie Kontinente sozusagen, die man einnehmen kann, wenn man die eingenommen hat. Sieht man hier, plus 4, plus 2, plus 3, plus 3. Ist immer ein bisschen unterschiedlich. Oh, also zum Glück nehme ich das auf. Ich habe da gerade gar voll nicht drauf geachtet. Auf jeden Fall bekommt man dann diese Anzahl Truppen immer noch sozusagen hinzu. Wir sind jetzt auch schon dran, wir bekommen jetzt nur 3 Truppen. Das ist einfach Standard halt, keine Ahnung. Und ich weiß, dass wir nur für hier unten, für dieses Zeugs hier unten, brauchen wir halt nur die 2 Sachen und das da oben. Aber maybe können wir das da oben mit dem hier holen. Deswegen platziere ich mal hier meine 3 Truppen. Ja, warum nicht? Und hoffe ich, dass ich mit 6, 5 gewinne. Das Problem ist, es ist ein Würfelspiel und das gab es vorher halt als Brettspiel. Ihr seht hier oben die Siegeschance zu 51%, aber natürlich habe ich Pech, was auch sonst. Und wir versuchen es mal noch hier. Da habe ich allerdings Glück und konnte jetzt was einnehmen. Das genau gleiche probieren wir jetzt hier nochmal. Gut, okay, wir haben jetzt relativ viel schon. Ja, wir lassen das einfach mal. Der Rest können wir. Interessiert uns noch nicht so. Wir wollen jetzt erstmal das Gebiet hier, damit wir mehr Truppen bekommen. Mehr Truppen pro ja, Angriff halt, ne? So, wir platzieren hier auch direkt 6, weil dann kann die. Können, da hat es Blau hier schwieriger, hier reinzukommen, um das hier auszubauen. So, wie gesagt, jetzt sind halt die Züge alle schon direkt gemacht und nicht mehr so langweiliges Hin und Her. Ich platziere meine Truppen hier und greife damit direkt hier an, weil falls ich fehle, hatte ich hier nochmal 6 Truppen, um diesmal zu gewinnen. Ja, ich würde sagen, wir schneiden den jetzt hier so ein bisschen den Weg ab und nehmen hier mal Blau ein. Ja, ich weiß eigentlich auch nicht wieso, aber warum nicht? Und dann können wir dann noch hier Grand Hall. Dann haben wir hier eine kleine Connection zu dem kleineren hier. So, das reicht jetzt aber auch. So, dann skippen wir das. Ach so, Truppen verschieben. Ich verschiebe die hier nach an die Front hier. Ach ja, genau, Karten gibt es auch noch. Das kann ich euch auch noch kurz zeigen. Es gibt hier verschiedene Arten. Wir haben jetzt hier zum Beispiel den Zentaur. Und auch die Kanone. Den Krieger haben wir jetzt noch nicht. Das sieht man an den Symbolen halt. Wenn man jetzt alle 3 hat, also von allen 3 1, seht ihr hier, bekommt man 10 Truppen als Bonus halt eben. Wenn man jetzt 3-mal den Centaur hier zum Beispiel hat, bekommt man 6 Truppen. Wenn man 3-mal die Kanone hat, bekommt man 8. Wenn man 3-mal den Krieger hat, bekommt man dann nur 4. Wenn man nicht so viel von dem hat wie ich jetzt, dann bekommt man nichts. So, wir haben jetzt, ihr habt es gesehen, ich habe 6 bekommen, weil ich hier halt 3 habe und Standard bekommt man halt noch 3 dazu. Ich platziere die einfach hier. Alle. Ich meine, wieso nicht? Vielleicht manche, die so übel strategisch sind, fühlen sich voll getriggert, weil ich einfach just for fun reingehe, aber naja, wieso auch nicht. Würde gerne hier die ganze Halle gerade einnehmen, aber ja gut. Das ist jetzt 50-50. Wieso steht da nur 11%? Aber naja, das wäre cool gewesen. Hab auch schon mit wenig tatsächlich gewonnen. Also mit wenig Chance irgendwie gewonnen, aber es ist halt immer so ein bisschen Würfelprinzip, ne? Ist halt ein bisschen Zufall auch. Ich habe hier gerade noch eine Karte bekommen, die hier. Da ist halt zum Beispiel jetzt alles einmal drauf. Das zählt halt, kann man dann als eine von diesen Truppen kann man das dann gebrauchen, genau. Und ihr seht jetzt, Gelb hat ja auch schon den ersten Kontinent so ein bisschen. Lol, Blau hat mich da unten weggenommen. Dann ist das so ein bisschen gelb um, oder die Farbe halt, die man hat, umrahmt. War das Deutsch? Und jetzt seht ihr auch, ich kann jetzt hier alles einmal benutzen. Zentaur, Kanone und von dem hier nehme ich das erste, der Krieger. Dann bekomme ich, weiß nicht wieso, dass da 12 steht, aber man bekommt auf jeden Fall 10 mehr dazu. Deswegen platziere ich hier auf jeden Fall mal so 6. Dann haben wir hier genug, um das hier zu attacken und hier dann gleich ein paar Truppen zu lagern sozusagen. Damit man da auf jeden Fall genug hat. Dann platziere ich hier einfach auch mal 4 und hier oben noch den Rest. Dann könnten wir hier drüben entweder verstärken oder dann angreifen, je nachdem, wie wir gerade Lust und Laune haben. So, dann platzieren wir die 5. Wir könnten theoretisch auch hier rüber gehen, aber
Das lassen wir erstmal. Erstmal will ich hier noch den Blacksmith. Genau, jetzt haben wir hier ein neues Territorium, so ein bisschen. Und ich glaube, wir greifen jetzt auch einfach hier unten an. I mean, why not? Scheiße. Wir könnten hier noch ein bisschen ausbauen. Damit, weil wenn wir jetzt hier auch nur ein Gebiet nehmen, die bekommt dann halt nicht mehr so viel Truppen. Und das ist relativ gut. Und das war nicht so gut. So, wir bekommen jetzt auch schon 11 Truppen, weil wir haben da 3 und hier 3. Das gibt zusammen 6. Plus 3 gibt eigentlich 9. Aber weil wir halt einfach schon ein bisschen dominanter sind, bekommen wir halt mehr. Und ich würde sagen, wir versuchen uns auf Blau zu konzentrieren, damit wir die ausrotten können. Das wäre eigentlich ganz geil. Wenn wir nämlich Blau ausrotten, bekommen wir seine 4 Karten. Und 4 Karten sind erstens mal viel und zweitens mal können wir dann safe viele Truppen einlösen, damit wir auch viel bekommen. So, bitte, das reicht. Ja, doch, das sollte gehen. Jawohl. Es tut mir leid, Condor, irgendwas. Aber ich habe jetzt 4 geile Karten. Muss die jetzt auch eintauschen. Hab auch 10 bekommen dafür. Also 10 Truppen. Dafür platzieren wir hier mal so ein 4. Hier machen wir auch mal 6. Können wir das hier einnehmen? Und dann einfach hier noch der Rest so ein bisschen, damit wir hier hochgehen können. Aber erstmal das hier und das hier, die Kitchen. Dann können wir uns auch geile Sachen kochen. Bruder. Okay. Das sieht ein bisschen disgusting aus. Ja, also ich glaube, es reicht immer. Ja. Aber wir bekommen schon so 15 Truppen zum Einlösen. Warte mal, ich versuche die jetzt einfach kurz zu raiden. In einem Zug. Spielen jetzt Raid Shadow Legends. Okay. Ich weiß nicht, oh, what? Wir haben gerade so viele verloren. Naja, egal. Wir konnten sie auf jeden Fall ein bisschen eindämmen. Jawohl, eine Kanone. Das heißt, nächster Zug gibt es wieder 10 Truppen. Da also inklusive diese, die wir schon bekommen. So, die tausche ich auch noch kurz ein. Wir haben jetzt 14 hier oben. Damit können wir halt safe eigentlich so das hier einnehmen. Mit den 3 verstärken wir so ein bisschen. Dann können wir das da unten einnehmen. Das hier. Und dann platzieren wir hier noch die restlichen. Dann könnten wir hier durch oder wo es dann auch immer nötig sein wird. Greife ich mit 6 jetzt erstmal hier an. Greife ich mit 14 hier an. Verliere nur eine Truppe. Das ist geil. Jetzt gehen wir hier runter, oder? Ich weiß nicht, was ich mache gerade. But I guess, dass ich es gut mache. Scheiße. Kann doch nicht wahr sein. So, das hier auch. Mann, Alter. Das Spiel, es macht halt keinen Sinn so. Aber es ist halt das Würfelprinzip. Und damit muss man lernen, umzugehen. Es ist nicht immer einfach. Aber ist halt so. So, hier machen wir jetzt ganz wenige hin. Also verschieben wir, weil hier unten braucht es halt keine. Wie machen wir es jetzt? Ach so, wir können hier gar nicht hoch. Wir müssen hier runter. Okay. Okay. So, wird leider diese Runde nicht ganz reichen. Aber I guess, nächste Runde wird die zerstört sein. 23 Truppen. Chillig. Ja, moin, was will die auch machen? Come on. So. Hauptsache, die hat mir 6 abgezogen. Was ist mit der? Ja, wird schwierig. Also, wenn ich da verloren hätte. Spoils of War. Habe ich sogar gerade eine Errungenschaft bekommen. Ja, nice. Ich habe alle Gegner gesiegt. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Oh, ich bekomme noch Coins. Das ist sehr geil. Also, irgendwie mag ich das Würfelprinzip nicht immer. Es kann geil sein, aber vor allem auch scheiße. Timo, wir bekommen jetzt hier wieder 6 Truppen. Hat sich nicht viel geändert. Hier ein bisschen was. Dies, das, Ananas. Ey, viel. Also, Lila hat irgendwie extrem viel, oder? Also, gut, hat zwar nur ein Land weniger als wir beide, aber trotzdem viel. Oh, guck mal, der hat hier unten auch schon Länder so. Ich will doch auch, Mann. Ja, es wäre echt nice, wenn wir da ein bisschen Land abhaben dürften. Also wir bekommen hier gerade auch Land, so ist es ja nicht, aber einnehmen wird da nichts. Aber ey, immerhin so ein bisschen Land, ne? Das ist schon echt viel. Weil wenn Lila jetzt vielleicht hier mal auf Pink gehen würde, netterhafterweise und nicht wieder auf mich, hätte ich jetzt hier weitermachen können. Ist aber auch schwierig, wenn halt zwei auf dich gehen. Aber das ist allgemein so, habe ich gemerkt.
Wenn einmal zwei Leute auf dich kommen, dann hast du einfach verloren. Ist halt einfach so. Weil die werden jetzt safe auf mich gehen, weil beide wollen mich fertig machen. Gut, Alter. Beide wollen mich halt fertig machen, damit die halt meine Karten bekommen. Oh, ich kann hier wieder einlösen. Oh mein Gott, 10 Truppen. Oh, was mache ich damit jetzt am besten? Am besten waste. Nee, ich platziere einfach hier oben so 7. In der Hoffnung, dass es wirklich reicht für hier. Und versuche dann von hier aus jetzt das untere hier einzunehmen. Vielleicht ist das besser. Ah, ich kann hier nur nach oben. Scheiße. Das ist das, was ich meine. 6 gegen 4 und es geht halt nicht. Das nervt. Was machst du jetzt hier, Alter? Geh wieder hier hin. Aber nächste Runde werde ich sowas von down sein. Ich meine, die bekommen... Guck mal, die allein die hat 138 Truppen. Ja, Lila, mach mich komplett fertig. Digga, das Spiel ist so scheiße. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi!